Habt ihr einen Generator und der macht manchmal Zicken? Vielleicht ist ja das Problem, was ich mit meinem Generator hatte, das gleiche Problem, was du mit deinem Generator hast. Vielleicht kann ich dir mit dem Video helfen. Also, schaut es euch an, gebt mir ein Like, folgt mir. Immer wieder, wenn ein Video kommt, seid ihr damit up to date und erlebt so ein bisschen, wie es hier in Gambia vonstatten geht. Ich bin Esther Chapman und lebe seit 1,5 Jahren in Gambia. Ja, hallo, ich bin die Esther. Bin mit dem roten Van von Tessin nach Gambia gefahren in einer Mission und ich hatte am Gepäck einen Generator. Der steht hier. Dieser Generator, der stand jetzt hier ein Jahr so ziemlich in der Sonne und was ist passiert? Das Endstück von der Benzinzufuhr ist gebrochen. Das sieht man hier. Was mache ich? Hau das Ding auseinander und suche mal, wie ich diesen Schlauch auswechseln kann. Da gibt es eine Klappe hier an der Rückseite, die habe ich abgeschraubt. Das ist mit 6er Nesteln und hier ist ein Luftfilter. Den muss ich abschrauben, weil dort ist dieses Schläuchchen dran. Und ich muss schauen, wo die andere Stelle ist, wo der befestigt ist. Deswegen nehme ich euch jetzt mal mit auf diese Tour. Ich schraube das jetzt mal ab und dann zeige ich euch weiter, was los ist. Also dieser Aufsatz vom Luftfilter ist runtergenommen. Jetzt hängt das ganze Teil noch an einer Schraube, die ich noch lösen muss. Kriegt man das auf dem Schirm? Ja, könnte das sein. Und das löst sich immer noch nicht. Das ist irgendwo noch feste. Ah, hier ist noch eine Schraube. Schau. So, hier ist jetzt das Ding abgebaut vom Lüfter. Das ist hier an 2 Schrauben befestigt und eine Schraube ist von hinten drin, das ist von hinten verkantet. Und das hier ist der entsprechende Schlauch, den ich auswechseln muss, weil der so zerbröselt war. Jetzt werde ich den mal rausnehmen. Das ist hier mit so 2 Klemmchen festgemacht. Das sind natürlich delikate Stellen, gerade mit der Hitze hier in Gambia, wo sie gerne brechen, nicht? Diese Gummiteile, ja. Das ist das Ding. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir dafür einen Ersatz bekommen. Also ich werde jetzt mal ein Ding versuchen, und zwar ist das hier dieser Benzinschlauch. Ich habe den hier dummerweise gecuttet, aber ich werde es mal versuchen. Ich habe jetzt hier so einen Schrumpfschlauch, den werde ich jetzt mal überziehen damit und dann versuchen, ob das funktioniert. Ist ja auch schon ein bisschen brüchig. Ja. Vielleicht kann man das ja irgendwie halt nicht rübergehen.
nicht nur, dass mich das ganze Ding Feuer fängt, weil da vielleicht noch Benzin drin ist, das wird dann lustig hier. Ja, schauen wir mal. Dich schaut das ja mal aus, ne? Der Benzin raus. Mal das mal abkühlen. Und dann sollte das eigentlich erstmal wieder gehen. Stichflamme hier. Oh. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ich habe da drin rumgeschnippelt, jetzt ist mir das wieder drauf. Lass mal abkühlen, ich hänge das nachher nochmal ran und probiere ich das mit ihm wieder zusammenbauen. Hallo, ich bin Esther. Ich habe ja diesen tollen Stanley-Generator, den ich mir aus der Schweiz mitgebracht habe, nach Afrika. Und da hat es ja diesen Benzinschlauch, den Benzinzufuhr, zerbröselt an beiden Ecken, wo dieses Metallteilchen dran war. Ich habe jetzt leider hier in Afrika keinen passenden Schlauch gefunden, deswegen habe ich jetzt einfach über den gebrochenen Schlauch erstmal einen Schrumpfschlauch genommen, habe den überzogen und habe den versiegelt. Die beiden Maschen wieder montiert und jetzt versuche ich den wieder anzusetzen. Also ich werde mal schauen. Wir haben hier den Bereich, wo eben Benzin angesaugt wird. Hier ist der Hahn, der Benzinhahn an sich. Aber ein Teil da oben drauf gesessen und ein Teil kommt hier unten rein. Wird einfach drüber geschoben. Und dann mit der Spange fixiert. Also da sind so Nippel auf dem Aufsatz. Da muss man hinter diesen Nippel die Spange setzen, dass das nicht runterrutschen kann.
einmal, und das ist hier oben, direkt an den Benzinhahn. Mal das ganze Unterfangen darüber schieben und die Spange wieder drüber fahren. Jetzt mal schauen, ob ich das überhaupt mal rüberbringe. Nicht drüber kommt. Ich möchte natürlich nicht den Schrumpfschlauch wieder verletzen. Ne? Könnte das auch schon so sein, dass das so hält hier. Das wird mal unternehmen, die ganze Sache. Jetzt setze ich die Spange mal direkt drüber. So, das sollte jetzt erst einmal halten. Also hier ist das wieder alles verbunden. Jetzt setze ich den Luftfilter wieder dran. Das kann man noch ein bisschen abputzen. Wenn man es schon mal offen hat, nicht? Das ist hier einfach alles extrem staubig. Also ich gebe keine Garantie dafür, dass das läuft. Deswegen, ich bin ja kein Mechaniker. Manche mögen mich hier für verrückt halten, aber in Afrika muss man einfach kreativ sein. Sonst bleiben die Sachen stehen und dann läuft gar nichts mehr. So, also, jetzt können wir das hier wieder draufsetzen. Das ist hier in der Spange drin. Hier noch eine Schraube dran. Hinten dran. So, ich muss das nochmal festziehen. Da komme ich nicht dran mit der. Das sind Zehner. Zehner Schlüssel. Immer delikat. Mama hat immer gesagt, nach ganz fest kommen kaputt oder extrem locker. Also nicht mit roher Gewalt anziehen, sondern schon mit ein bisschen Gefühl. So.
kann ich nochmal wieder draufsetzen. Aber da hier ist so ein Lufteinzug, der kommt da rein. Dann. Luftansaugung. So wie ich das sehe. Dass die Luft auch gefiltert reinkommt durch diesen Filter. Den darf man auch zwischendurch mal sauber machen, nicht? Ich mache das immer so, ich schraube wirklich immer erst alles leicht an, dann richte ich immer noch ein bisschen aus und dann schraube ich eine Schraube nach und nach. Eine Schraube nach der anderen fest. Wie gesagt, ich bin kein Fachmann. Ich kann einfach nur sagen, wie ich das mache, ob es richtig ist oder nicht. Da gibt es bestimmt andere, die noch bessere Ideen haben, Ratschläge, aber dann machen wir das jetzt in Diagonal. Mal im Gesicht. Diagonal und dann. Wie gesagt, schön anziehen, aber nicht übertreiben. Können wir auch nochmal durchgehen. Ja. Das ist hier das Schwämmchen, wo die Luft gefiltert wird. Da sieht man die Außenseite ein bisschen staubig, aber es hält sich noch an Grenzen. Ist sauber. Und dann wieder rein. Und die Klappe zu. Einmal. Fest und so sitzt das wieder. So, jetzt wollen wir doch mal einen Testlauf machen. We can press pause. So, ich habe versucht, diesen Zulaufschlauch zu reparieren vom Benzin. Sache ist, es ist ja ein Verbrennungsmotor. Mit Benzin läuft der. Das heißt, im Grunde genommen, wie eigentlich auch jedes Fahrzeug, muss man da mal regelmäßig eine Inspektion machen, sozusagen, dass alle Teile funktionieren und alles noch in Ordnung ist, Luftfilter wechseln. Und unter anderem haben wir hier bei diesem Stanley die Möglichkeit, erstens einmal ist da eine Batterie drin, das heißt, wir haben einen automatischen Start nur mit Schlüssel, sofern die Batterie geladen ist und die lädt sich auch während der Generator läuft automatisch. Wir haben hier einen 400 Volt Stromanschluss mit extra Sicherung. Wir haben zwei 230 Volt Anschlüsse. Das ist super, weil man dann wirklich allerhand Geräte mit bedienen kann. Hier unten gibt es einen Öleinfüllstutzen. Da kann man mal schauen, wie der Ölstand ist. Denn auch dieser Motor benötigt Öl, der geschmiert werden muss. Und da ist auch die Markierung sichtbar. Wenn ich das ein, das ist super, das reicht. Das durchaus jedes Mal kontrolliert werden. Hier steht nochmal drauf, was für Benzin reinkommt. Das ist normales Benzin 97er. Und hier ist der Benzinkühlstück. Das ist ganz gut. Da ist noch einmal ein Sieb drin gegen den Schmutz. Und wir sehen, da ist auch noch Benzin drin. Das hier. Ja, also wie gesagt, 230 Volt. Hier stehen noch einmal Datenbahn. Da hat 10,1 Ampere. Maximum 1000 Meter in der Höhe. Ja, und mit den anderen Daten kann ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen. Aber wir können ja mal nachher noch ein Bild dazu posten. So.
Jetzt checke ich doch mal gerade, ob dieses Teil anspringt. Der Schlüssel kommt da rein. Dann gibt es auf der Seite hier. Können wir einmal schauen. Einmal hier rüber. Hier hat es auch einen manuellen Start. Im Fall, dass die Batterie leer ist, kann man den durchaus manuell starten. Hier ist der Benzinhahn. Der steht jetzt auf aus. Den muss man aufdrehen. Dann haben wir hier einen Schock, den man zieht. Und dann kann man mal versuchen zu starten. Ich muss erst mal Benzin ziehen, ne? Warten wir mal einen Moment, vielleicht läuft ja ein bisschen Benzin durch. Der will doch nicht. Ich übe das noch mal ein bisschen. Mal schauen, ob er so läuft. Nicht sicher, welches vom Schock jetzt wirklich zum Einstellen ist. Ist das hier der Schock zum Anmachen und dann muss man den gerade stellen oder so rum? Das ist für mich immer wieder die Frage. Das übe ich auch noch. Rum gerade. Das heißt, irgendwo kommt da wahrscheinlich nicht genügend an, oder? Einstellen. Also das machen wir noch mal aus und ich probiere das später noch mal. Es ist ja nicht gestartet, jetzt haben wir eine Sache noch gemacht und zwar sitzt hier, wir kommen mal ein bisschen näher dran an diese Dingen, sitzt hier eine Zündkerze drin, die steckt da unter. Ich habe das noch mal weggenommen, das kann man einfach rausziehen, man sieht hier die Zündkerze sitzen. Und wenn da der Kontakt auch nicht richtig ist, dann startet das auch nicht. Also die Zündkerze ist in Ordnung. Muss wieder reinschieben. Und dass Kontakt hergestellt ist. Okay. Und dann probieren wir nochmal. Hier haben wir noch einmal den Schock. Ich habe mich noch mal belesen. Diese Stellung ist der Kaltstart. So. Und wenn der angelaufen ist, dann ändert man das hier auf dieses Senkrechte. Schubzeichen. Und jetzt versuchen wir nochmal den Schlüssel rumzudrehen. Nee, Batterie geht nicht. Also mache ich mal mit dem Motor hier. Also. Also es hat jetzt mit dem automatischen Start nicht mehr funktioniert, weil die Batterie wahrscheinlich zu schwach ist. Also
da leiert er und kommt nicht hoch. Also was ich gemacht habe, ich habe mir jetzt manuell gestartet und dann lief er. Und da ist jetzt kein Leak im Moment. Also im Moment hält es dicht, gilt einfach zu beobachten. Ja, so viel dazu. Der Stanley-Generator. Was ist das für einer? SG 7500 Basic. Er läuft. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag und bis zum nächsten Video. Gebt mir mal einen Daumen nach oben. Danke.